Alter, Leute, Justin hat mich einfach zusammengeschlagen. Oh nein. Safe, der schwarze Cloud natürlich, ne? Hey Leute, herzlich willkommen zu dem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Auf jeden Fall, ja, fahren wir zusammen ins Kino, zu zweit, weil wir keine Freunde haben und deswegen müssen wir uns jetzt gerade ein bisschen beeilen, weil wir wollen noch eine Werbung für Justin drehen. Justin, du kannst auch mal was sagen, also ganz ehrlich, das ist so anstrengend mit dir, ne? Sag jetzt was. Das ist so unangenehm. Sag doch wenigstens mal Hallo. Ne. Leute, wir sind fast fertig. Wir sind jetzt fertig und was machen wir jetzt? Kino! So, dann sing jetzt mal krass. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So, auf jeden Fall machen wir uns jetzt fertig, weil wir jetzt gleich los müssen zu unserem Zug. Ich weiß nicht aus. Nein, du bist wunderhübsch. Ach, halt doch mal. Alter, das ist so weird. Oh. So, Leute, wir sind endlich fertig mit allem und jetzt gehen wir los ins Kino. Ja. Jo. Okay. Nein, wir gehen jetzt ins Kino. Das wäre viel cooler, seid ihr. Alter, das sieht so heftig nice aus, ne? Dann lass am Sonntag. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg. So kalt, ich kann gleich nicht mehr aufnehmen hier draußen, weil meine Hände sonst abfrieren. Richtig. Und ich habe euch auch gar nicht erzählt, was ich und Justin jetzt gucken. Wir gucken Black Panther, Wakanda Forever. Forever! Also im Zug und ich kann keine Musik hören, weil Justin meine AirPods hat, weil der sein dummes Video schneiden muss. Ja. So, wir sind jetzt da. Wir haben jetzt unsere Sachen und jetzt gehen wir in den Kinosaal. Und der Film ist 3D, das wussten wir gar nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt keinen Bock mehr zu filmen, weil ich den Film genießen will. Na, Justin. Deswegen sehen wir uns danach oder zwischendurch nochmal. Ist und haltlos obendrein. Mein ganzes Leben lang, sie ist nicht schwarz genug, sie ist nicht weiß genug. Wie wär's mit, sie ist nicht gehorsam genug? Wie wär's mit, sie ist nicht menschlich genug? So Leute, wir sind jetzt raus aus dem Film. Also ich fand den Film echt nice und Justin, wie fandest du den? Scheiße. Okay. Nein, okay. Ja, doch, der war schon ganz gut und ich finde, einer aus dem Film sieht einfach aus wie Justin. Ich blende die jetzt mal ein. Ich finde, die sieht aus wie Justin. Alter Leute, Justin hat mich einfach zusammengeschlagen. Oh nein. Ein S plus... ein J. Ah! Bist du echt bescheuert. So Leute, das war's jetzt mit diesem Tag. Bis morgen. So Leute, hi. Ich kam gerade frisch aus der Dusche. Es ist ein neuer Tag. Und ich habe auf meinem Handy eine Nachricht bekommen, dass meine Pakete da sind. Deswegen schaue ich jetzt mal. Oh, was ein Glück, sie sind da. Ich liebe das so, wenn Pakete ankommen. Es ist aber so heftig kalt, aber das Wetter ist ja so heftig. Ich zeige euch das jetzt. So Leute, ich würde sagen, wir packen es jetzt gemeinsam aus, außer das hier. Aber dafür kann ich euch das zeigen, das ist gestern angekommen. In letzter Zeit habe ich so viel bestellt, besonders auch an Black Friday und so. Ey, ich habe so eine Kaufsucht, aber ich zeige euch das alles jetzt nicht mehr. Ich zeige euch jetzt einfach das, was jetzt angekommen ist. So Leute, wir machen als erstes das auf. Alter, oh, ich hätte mir den noch in anderen Farben holen sollen. Ey Leute, der fühlt sich schon echt hochwertig an. Und ich finde das richtig nice mit diesen Gummibändern an den Ärmeln und unten. Leute, ich finde den richtig nice. Ich finde, der steht mir jetzt nicht so mega gut, aber irgendwie, oh, der fühlt sich richtig nice an. Und ich finde, dieses Gummiband ist so richtig nice. Ja, der ist schon geil. Das, was als nächstes angekommen ist, ist von Favela. Und die haben eigentlich voll die nice Sachen, aber ich habe mir da jetzt irgendwie nur so Schmuck bestellt. Eine Sache ist einfach nicht angekommen. Danke dafür. So, Leute, das ist auf jeden Fall die Kette. Ich habe dieses Plastikding jetzt noch nicht abgemacht, aber ich ziehe die jetzt einfach mal an. So, Leute, das ist jetzt die Kette. Finde ich eigentlich auch echt cool. Die passt auch voll zu diesem... Silber hiervon. Nur der Stern ist ein bisschen groß. Ah, ich finde das trotzdem cool. Ich behalte es trotzdem. Und dann ist hier noch eine Sache, das ist von Asos. Da heißt es Asus, wie sagt man das? Auf jeden Fall habe ich da ganz komische Sachen, glaube ich, bestellt. Ich wollte einfach was ausprobieren, aber ich glaube, es ist richtig komisch. Ach Mann, ich will euch das nicht mal zeigen. Junge, ich krieg die nicht mal zu. Und die ist auch einfach viel. Die ist auch einfach viel zu groß. Und eh hässlich, deswegen schicke ich sie zurück. Also du musst auch nicht vor die Kamera, du kannst einfach hier stehen. Also erstens das von 1 bis 10.
0. 0? Mhm. Die Jacke von 1 bis 10. 6. Ah. Alter, wenn ihr sehen würdet, was ihr da... So Leute, das war's jetzt doch mit dem Haul, weil ich hier ständig abgefuckt werde. Und ich will euch die Sachen noch nicht zeigen, deswegen, ja, sehen wir uns später. So Leute, es ist Montag, es ist 5:30 einfach. Und ich habe gerade geduscht, weil wir fahren heute auf den Weihnachtsmarkt in Erfurt. Und ja, dann nehme ich euch auch noch mit. Weihnachtsmarkt ja ganz cool, so nur ich will einfach nur zu einer dummen Apotheke, weil ich kann seit gefühlt einer Woche nicht mehr einschlafen. Deswegen werde ich mir dick Schlaftabletten holen, um mich wegzuballern. Leute, oh mein Gott, schaut mal. Leute, seht ihr einfach, wie viel Schnee liegt? Es schneit doch gerade einfach noch ein bisschen. Alter, was ist das für ein perfektes Wetter, um auf den Weihnachtsmarkt zu gehen? Oh mein Gott, ich werde mich gleich so auf die Fresse legen, aber ich muss rennen, weil ich sonst viel zu spät zum Zug komme. Alter, Leute, ihr wisst nicht, ich habe so dick verkackt, ne? Ich dachte so, ich habe den Zug verpasst, weil hier steht einfach keiner. Und ich dachte, ich habe einfach den Zug verpasst. Ich gucke so auf diese scheiß App, Alter, und da steht einfach, dass der um 6.44 Uhr kommt. Das heißt, ich bin einfach eine halbe Stunde gefühlt zu früh hier. Wie so ein Opfer einfach. Das Ding ist halt auch einfach, sonst komme ich immer auf den letzten Drücker. Also wirklich gerade so, wenn der Zug kommt, ne? Und jetzt einfach eine halbe Stunde früher, Alter, nee. Nee. So Leute, ich bin jetzt übrigens da. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zur Sparkasse und dann gehe ich nochmal ins Teegut. Ein paar Sachen für die Fahrt holen. So Leute, ich gehe jetzt noch schnell zu Teegut. Und dann muss ich auch schon wieder zur Schule. Gar kein Bock, Junge. So Leute, ich bin jetzt im Teegut und das Erste, was ich brauche, ist erstmal Dick Red Bull, weil ich sonst direkt einpenne. Ich glaube, ich nehme einfach hier von 3 oder so. Auch wenn es nicht gesund ist, ist mir egal. Ich habe da einfach ein Kissen drin. Leute, mir ist gerade aufgefallen, ich habe die einfach in meine fucking Tasche gemacht. Alter, die dachten auch alle, ich klaue safe. Der Schwarze klaut natürlich, ne? Nee. Ich habe einfach auch gerade echt gar keinen Bock auf Menschen, ne? Und ich fahre jetzt erstmal mit einer Menschengruppe auf engstem Raum irgendwo hin, den ganzen Tag lang, Alter. Nee. Leute, ich weiß nicht, ob ich noch... Ja, ich hole mir, glaube ich, noch eine Wasserflasche. Und dann vielleicht noch irgendwie... Oh, irgendwas zu essen auf jeden Fall. Ich habe nichts zu essen mitgenommen, voll dumm eigentlich. Dafür würde ich mich auf dem Weihnachtsmarkt richtig voll stopfen. So, Leute, ich bin jetzt raus aus dem Teegut und mir ist aufgefallen, ich habe viel zu viel Getränke gekauft. Weil ich kann das eh nicht trinken, weil ich mir so in die Hose pisse, wenn ich das jetzt trinke. Und wir fahren, glaube ich, so locker 2 Stunden oder so. Aber auf jeden Fall, es ist gerade voll unangenehm, hier rumzulaufen mit so einer Kamera, Alter. Auf jeden Fall sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal dann erst auf dem Weihnachtsmarkt wieder. Oder vielleicht im Bus kurz. Kommt drauf an, wie confident ich heute bin und mich traue, das mitzufilmen. Naja, egal. Bis gleich. So, wir sind jetzt angekommen. Wir sind jetzt hier gerade im New Yorker. Weil der Weihnachtsmarkt hat noch nicht offen, es ist gerade erstmal 10 Uhr. So dumm einer, dass wir schon hier sind. Also ich denke, wir werden jetzt erstmal so ein bisschen shoppen. Und ich muss noch ein Wichtelgeschenk kaufen und so Sachen. Und auf dem Weihnachtsmarkt, glaube ich, werden wir größtenteils irgendwas essen oder so. So Leute, wir sind jetzt im Zara und ich fahre hier mit einem Fahrstuhl. So, wir sind jetzt noch eine Runde im Vapiano und essen kurz was. Und danach gehen wir, glaube ich, schon auf den Weihnachtsmarkt. Ich habe leider nichts gefunden, aber ein paar Inspirationen gab es schon. Also es gibt schon ein paar nice Läden hier. Nein, Leute, ich liebe so geile Toiletten, Alter. Guck doch mal, wie hochwertig das aussieht. Oh. So, wir sind jetzt fertig mit Essen. Und wir haben es einfach nicht geschafft, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Aber falls wir vorbeilaufen, filme ich da trotzdem nochmal was. Ciao.